ich will dich in die Schule. Die Leute da sind so gemein zu mir. So läuft das aber nicht. Du wirst in die Schule gehen. Oh, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Sandy! Was? Oh mein Gott. Alter, ich hab schon wieder verschlafen. Mama, es tut mir leid. Ich werde sofort zur Arbeit gehen. Kein Problem. Aber Sandy, du hast doch überhaupt keine Arbeit. Na, wenn das so ist, dann kann ich ja wieder schlafen gehen. Nein. Och, Menno. Dein kleiner Bruder will heute nicht zur Schule gehen, Sandy. Und das gefällt mir gar nicht. Bitte begleite ihn und sorge dafür, dass er in der Schule ankommt. Was? Okay, natürlich, gerne. Aber Tim, warum willst du denn nicht in die Schule gehen? Das ist doch super und macht super viel Spaß. Ich würde auch gerne wieder zur Schule gehen, wenn ich nicht arbeiten würde. Nicht den ganzen Tag im Bett liegen würde, meine ich natürlich. Weil die Leute da so gemein zu mir sind. Ach, du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde auf dich aufpassen. Schließlich sind dafür große Brüder da. Okay, wenn du meinst. Na dann, komm mal mit. Ich werde dir zeigen, dass Schule auch richtig viel Spaß machen kann. Und wer? Ich muss wieder zum Elternabend kommen. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ach, ist das furchtbar. So, guck mal. Dieser Schulweg ist absolut sicher und es ist bisher auch noch nichts passiert. Hey, na, wen haben wir denn da? Oh nein, bitte, bitte nicht. Hey, warte mal. Was ist denn hier los? Oh Mist, er hat seinen großen Bruder dabei. Nix. Ich wüsste nicht, was los sein sollte. Wir chillen hier nur ein bisschen, bevor wir in die Schule müssen. Ah, okay, na gut. Dann kommst du, Tim? Tim? Bitte, bitte, die sind voll gemein zu mir. Was? Aber die waren doch gerade voll nett. Normalerweise, wenn ich hier langlaufe, sind sie es nicht. Ach Quatsch, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Komm einfach mit mir mit. Meine Güte. Viel Spaß euch drei in der Schule auf jeden Fall, ne? Tschüss. Jo, tschüss. Warte nur, bis er wieder weg ist, Tim. Was? Oh, ich meine natürlich, warte, bis wir wieder weg sind, denn dann sehen wir uns in der Schule. Komisch, na gut. So, und da sind wir auch schon. Ach, siehst du, lief doch alles perfekt. Jetzt kann ich dich auf jeden Fall hier lassen und dann werde ich wieder nach Hause gehen und mich ins Bett legen. Ich meine natürlich arbeiten, ich meine ins Bett legen. Hey, aber warte mal, Sandy. Ja, was denn? Kannst du bitte den Tag hier bleiben, nur um aufzupassen? Bitte. Naja, weißt du, ich habe ja so viel wichtige Sachen zu tun heute und du willst doch nur im Bett liegen. Okay, ja, eigentlich hast du recht. Na schön, pass auf, ich werde heimlich beobachten, ja? Ich verstecke mich hier irgendwo in der Gegend und achte darauf, dass dir nichts passiert. Okay, danke schön. Jetzt fühle ich mich schon sehr viel sicherer. So, dann viel Spaß im Unterricht, Tim und Frau Hexe. Haha, was, Frau Hexe? So, meine lieben Fühler. Heute werden wir wieder lernen, wie wir Mäusegift herstellen. Schade, dass ich nicht sowas im Unterricht hatte. Irgendwie kommt mir das Ganze schon ganz schön seltsam vor. Gut, ich werde mich vielleicht wirklich einfach mal ein bisschen verstecken. Ich setze mich einfach auf den Rollstuhl und tue so, als würde ich schlafen. Niemand wird komische Fragen stellen. Hey Mann, das gibt's doch nicht. Warum sitzt du denn in meinem Rollstuhl? Oh, sorry. Ich habe gerade nur einen Platz zum Entspannen gesucht. Entschuldigung, wenn ich dir deinen Rollstuhl weggenommen habe. Das ist ja wohl eine Frechheit. Also, das gibt's ja wohl nicht. Alles gut, kein Problem. Ich halte den Rollstuhl immer für Leute frei, die nicht laufen können. Moment mal, irgendwas ist daran doch komisch gewesen. Egal. Naja, ich muss auf jeden Fall jetzt ein anderes Versteck suchen. Oh Gott, da kommen sie ja. Okay, da wären wir auf jeden Fall endlich. Mann, oh Mann. Und, meinst du, dass sein Bruder schon weg ist? Ich hoffe es doch. Jetzt können wir Tim wieder so richtig ärgern. Hey, ihr drei da, wart ihr heute etwa schon wieder Schule schwänzen? Das geht gar nicht, das gibt einen Eintrag. Das ist uns doch egal. Oh mein Gott. Los, Leute, lasst uns warten, bis er rauskommt. Ja, kein Problem. Oh Mann, ich freue mich schon auf sein verdutztes Gesicht, wenn er merkt, dass sein großer Bruder nicht mehr in der Nähe ist. Mann, das gibt's doch nicht. Ach, die Typen sind wirklich unverbesserlich, aber es ist nicht mein Problem. Wo war ich gerade? Ach ja. Ich muss irgendwas dagegen machen. Und genau so wisst ihr jetzt, wie ihr Mäusegift herstellt. Kann jemand von euch mir erzählen, was man mit Mäusegift machen kann? Ich weiß es, ich weiß es. Ja? Das ist, ein Gift für Mäuse. Falsch! Was? Es ist dafür da, um es in die Suppe in der Kantine zu machen. Ups, das hätte ich vielleicht nicht laut sagen sollen. Na gut, der Unterricht für heute ist auf jeden Fall vorbei. Sind Sie zufälligerweise die Freundin vom Secret Mann? Was? Nein, den habe ich schon vor 200 Jahren verlassen, diesen Pfosten. So, und
Kinder richtet vorbei. Verschwindet jetzt. Ich verschwinde auch. Hup. Oh Mann, ich mag sie wirklich nicht. Ach, das war mal wieder ein interessanter Unterricht. Ich hoffe, Sadie ist irgendwo noch da draußen. Ich habe mich heute so gut in der Schule gefühlt. Oh Mann, der Unterricht mit der Hexe kann auch richtig Spaß machen. Oh, oh nein, sie sind ja noch da. Sadie hat mich im Stich gelassen. Hallo, Tim. Na, dann komm mal mit. Ich wollte dir schon immer mal die Toilette von innen zeigen. Mann, das ist ein Brüller. Hey, Leute, nicht so unkreativ. Das haben wir doch schon das letzte Mal gemacht. Ich habe eine bessere Idee. Kommt mit mir mit. Oh nein. Oh Mist, ich muss ihm irgendwie helfen. Aber wie? Ich glaube, ich werde sie einfach verfolgen. Egal, wo sie hingehen. Na gut, los geht's. Puh. Oh Gott, oh Mann, das war richtig anstrengend. Wo sind wir denn hier überhaupt hingelaufen? Oh Tim, geht es dir gut? Wir wollten dich einer ganz besonderen Person vorstellen. Was? Wer denn? Du kennst sie ganz gut. Und abgesehen davon ist sie auch unsere Mutter. Moment, was? Ah, schön, dass ihr wieder da seid. Wen habt ihr mir denn heute mitgebracht? Oh mein Gott, es ist die Hexe. Hey Mama, wir haben dir heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Du kannst ihn vielleicht in eine Maus verwandeln oder sowas in die Richtung. Ah, sehr interessant. Warte mal, das ist doch einer meiner Schüler. Ja, und wo ist da das Problem? Ach, ihr dummen Dummerchen. Ich kann doch nicht immer alle meine Schüler in Mäuse verwandeln. Das habe ich doch schon zweimal gemacht. Bitte was? Was war das? Das hat sich angehört wie ein Typ, der gesagt hat, bitte was? Lisa, geh nachschauen. Okay, kein Problem. Am besten tat ich mich als Pirat. Hey, warte mal. Wer bist du denn und was machst du in unserer geheimen Höhle? Ich bin ein Pirat. Und ihr seid hier auf meiner Insel. Okay, gut. Du kannst dich draußen aufhalten, wenn du willst. Aber hier drin machen wir unsere geheimen Experimente. Hier drin wohnen wir. Ah, schön. Na gut, ich gebe euch einen Tag Zeit und dann werde ich eure Insel kapern. Bitte nicht. Ja, okay, gut. Alles ist in Ordnung. Ach ja, und was denn? Wenn du jemandem auch nur davon erzählst, dass ich der größte Pirat der Welt mich hier verstecke, dann wird's dir schlechter gehen, okay? Okay, ich werde niemandem von dir erzählen. Oh Mann. Gut, oh Gott, Alter, Leute, das war wirklich ein bisschen seltsam. Hoffentlich verrät's mich nicht. Und was war draußen? Da war nur ein Karpfen. Was? Ein Fisch? Ein Fisch kann doch nicht sprechen. Naja, vielleicht war das jemand, den du mal in einen Fisch verwandelt hast. Ach so, ja, natürlich, das ist schon öfter vorgekommen. Na gut. Du willst auf jeden Fall jetzt, dass dieses kleine Baby alles mitbekommen hat, was wir gerade gesagt haben. Nein, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich habe geschlafen. Das gefällt mir gar nicht. Bringt ihn in die Zelle zu meinem Ex-Mann. Och nee, nicht schon wieder zu dem. Der ist sowas von gruselig. Ist mir doch egal. Ihr habt ihn ja auch hergeschafft. Wir überlegen uns, was wir mit ihm machen. Vielleicht löschen wir sein Gedächtnis. Oder wir zaubern ihm seine Beine weg. Was? Aber warum das denn? Keine Ahnung. Einfach nur, weil ich Spaß dran hab. So, und jetzt haut ab. Okay, ist ja gut. Mann, ey. Was hast du überhaupt da draußen gesehen? Du hast doch nicht wirklich einen Fisch gesehen, oder? Hier passieren komische Sachen auf der Insel. Zu ihrem Ex-Mann. Sie hat doch vorhin erwähnt, dass der Secret-Mann ihr Ex-Mann ist. Na gut, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, ich bin da. Ich muss schnell nur irgendwo ein Versteck finden. Okay, ja, hier hinter dem Baum soll ich sicher sein. Das, wenn ich mich nicht irre, sollte hier immer noch der Secret-Mann wohnen. Okay, Leute, wir sind gleich da. Ich habe überhaupt keine Lust, mit diesem Typen zu reden. Der ist voll gruselig. Ach, was will man machen? Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde ihn überhaupt nicht gruselig. Oh mein Gott, ein Gespenst und ein gruseliger Clown. Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Ich nehm's zurück. Okay, ist ja gut. Was guckt ihr denn so doof? Wir müssen ihn einsperren. Oh Mann, ist ja gut. Ehrlich, immer so unentspannt. Du hast ja auch schon die ganze Zeit in der Höhle so gegruselt geguckt. Nein, das lag nur am... Oh Mist, ich glaube, sie hat mich gesehen. Psst. Schlechten Wetter. Am schlechten Wetter? Es ist doch überhaupt kein schlechtes Wetter. Egal, ich will bitte rein, los. Ach, na gut, ich hab ehrlich gesagt auch nichts gegen. Dieser Typ ist sogar mir zu gruselig.
Warum muss ich denn vorgehen? Weil du vorgegangen bist? Okay, gut, ich klingel einmal. Hallo? Was ist denn? Kommt doch rein, die Tür ist offen. Warum habe ich dich gesehen? Wie konntest du nicht sehen, dass die Tür offen ist? Sie war direkt vor deiner Nase. Ich hab's nur so mit dem Sehen. Was soll's? Was ist denn los mit euch? Was wollt ihr bei mir? Ich habe das böse Geschäft aufgegeben. Ich bin in Rente. Was? Du bist in Rente? Warum das denn? Ach, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Sadie macht doch nur noch Avatar World Videos. Was? Das stimmt doch gar nicht. Was? Okay, egal. Wir haben hier auf jeden Fall diesen kleinen Jungen, den wir irgendwo einsperren müssen. Einsperren? Na schön. Bringt ihn in die Zelle. Oh Mann, das habe ich lange nicht mehr gemacht. So. Viel Spaß hier drin. Und grusel dich nicht so sehr vor den ganzen giftigen Schlangen. Giftige Schlangen? Oh mein Gott, ich habe es vermisst, böse zu sein. Was wollt ihr drei denn noch hier? Haut ab! Okay, kein Problem. Du Mann, du musst doch nicht so gemein zu uns sein. Ja, richtig. Sei lieber gemein zu dem Kleinen. Oh Mann, Leute, lass uns bitte einfach gehen. Unfassbar. Okay, Leute, ganz ruhig. Lass uns wieder zurückgehen. Okay, sie scheinen sich wohl zu verzischen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das bedeutet, es ist Showtime. Der Secret-Mann kann sich doch sicher noch an mich erinnern. Ich muss es irgendwie schaffen, meinen kleinen Bruder zu befreien. Die Frau ist seit 200 Jahren nicht mehr mit mir zusammen und schickt mir immer noch ihre Kinder, um für sie die doofe Arbeit zu erledigen. Was denkt sie denn, wer ich bin? Der Secret-Mann? So, ja, warte mal, das bin ich wirklich. Okay, ich muss ihn irgendwie ablenken. Ich drücke am besten die Klingel. Ups, okay. Was ist denn los? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt gehen. Schnell hinter der Tür verstecken. Hallo, was ist denn hier? Verdammt nochmal. Diese kleinen Frechdachse denken, sie könnten einen Klingelstreich bei mir durchführen. Na, warte, euch werde ich Beine machen. Hey, warum? Wir haben doch schon Beine. Ich glaube, er meint, er will uns verfolgen. Oh nein! Alles gut, wir werden niemals wieder jemand was antun. Es tut uns leid. Na, warte, ihr kleinen Frechdachse. Okay, das war ein perfektes Ablenkungsmanöver. Gut, oh Mann, ich muss schnell Tim retten, bevor er noch irgendwie sich zu Tode gruselt. So. Hey, Tim, alles gut bei dir? Psst, 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 ganz ruhig, ich bin noch da. Was? Oh, Sadie, du bist ja immer noch hier. Ich dachte, du hast mich allein gelassen. Nein, das würde ich doch niemals tun. Ich habe dir versprochen, dass ich dich beschützen werde und das werde ich auch tun. Warte ganz kurz, ich muss nur ganz kurz den Schlüssel finden für dieses Ding. Ich weiß doch nicht, wie ich das mache. Ich glaube, du musst einfach nur auf den Aufzugknopf drücken. Oh, muss ich das? Okay. Hey, das war ja ziemlich einfach. Warum hast du... Warte mal, ist nicht innen auch ein Aufzugsknopf? Warum hast du ihn nicht gedrückt? Weil ich zu klein bin, um dran zu kommen. Oh, okay. Jetzt verstehe ich das auf jeden Fall. Oh Mann, komm, wir müssen schnell weg hier, bevor der Secret-Mann wieder zurück... Aha! Oh, verdammt. Ich hab's mir fast schon wieder gedacht, dass mein alter Erzfeind dahinter steckt. Naja, aber weißt du, was das Gute an der ganzen Sache ist? Was denn? Ich bin wieder zurück. Oh Mann, warum denn? Ich hab's echt genossen ohne dich. Naja. Ich hab's viel zu sehr vermisst, nicht mehr da zu sein. Hey, sag mal, hast du meinen Hut irgendwo gesehen? Nein. Schade, ich auch nicht. Dann brauche ich einen neuen. Ich würde jetzt ganz gerne fliehen, ehrlich gesagt. Weißt du was? Ich lasse dich fliehen für heute. Ich kann doch nicht meinen größten Erzfeind besiegen und aber nicht meinen Hut aufhaben. Das wäre eine schlimme, schlimme Beleidigung. Okay, na dann gehen wir einfach. Tschüss. Und lass dir dabei nicht allzu viel Zeit, Sally. Und vor allem kenne ich jetzt deine größte Schwäche. Was denn? Dass ich unfassbar kitzelig bin? Was? Nein? Oh, das ist aber auch gut. Das soll ich mir aufschreiben in meinem Notizblock. Ich habe keinen Notizblock. Ach, verdammt. Egal. Ich meinte deinen Bruder. Ach so. Okay, gut. Na dann, bis dann. Tschüss. Oh Mann, Alter. Gott sei Dank sind wir weggekommen. Oh Mann. Danke dir, dass du mir geholfen hast. Aber ich kann, glaube ich, trotzdem nicht mehr in die Schule gehen. Wegen den drei Mobbern? Ich glaube, wegen denen musst du dir keine Sorgen mehr machen. Warum das denn? Oh nein, wieso werden wir denn jetzt eingesperrt? Niemand von euch tut meinem Erzfeind etwas an, außer ich. Viel Spaß da drin und schöne Grüße an eure Mutter. Aber das können wir ihnen doch gar nicht ausrichten, wenn wir hier eingesperrt sind. Ach so, stimmt. Mist, dann schickt ihr eine Postkarte. Oh ja, Baby, ich bin wieder zurück. Na gut, Kleiner, ich hoffe dann, dass du jetzt so langsam sicher bist. Trotzdem würde ich sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Tokaboka. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Knaller. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Folgen Tokaboka haben wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.